Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu der Gamepad. Ja, die heiße Phase, die wird immer zum Greifen nah. Wir sind jetzt in der nächsten Runde und erst einmal nochmal allen Beteiligten vielen Dank, dass ihr wieder eingetroffen seid zu einer schönen kleinen Runde. Und ich begrüße nochmal Kali Kiku, ja. Der verrückte Dieter Drache und John McCloud. Guten Abend. Hallo. Ich bin stolz auf dich, dass du meinen Nickname richtig ausgesprochen hast. Irgendwann lerne ich's. Hab ich's gelernt. John hat auch geübt, bis er das im Stream endlich konnte. Aber manchmal schlampt er ein bisschen. Kali Kiku. Ich hab nicht mal geübt. Sehr gut, ich bin auch stolz auf dich. Gut, ihr Lieben. Ich denke mal, wir machen nochmal eine kleine Rundenresümee und wie immer darf die nette Dame ab. Immer. Gar nicht wahr. Bis jetzt haben immer die Jungs angefangen. Also, ich muss mich wahrscheinlich noch mal ein bisschen entschuldigen, dass es am Anfang noch ein bisschen holprig lief. Ich habe mich dann zwischendurch ein bisschen umgestellt, dass es flüssiger vonstatten gehen konnte und ich hoffe, dass das auch für euch dann annehmbar war. Aber ansonsten, ja, bis auf, dass es länger geworden ist, als ich es mir so vorgestellt habe, was aber eigentlich auch irgendwie absehbar war, hat mir das ganz gut gefallen. Ich dachte, das war mal was anderes und wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ist es auch eigentlich ganz gut angekommen, ja. Ja, dann mal das Spyro zur Abwechslung. Nettes Spiel, hat mir wirklich gefallen. Das Einzige, was mich mehr angepisst hat, dass mal wieder der John mehr Glück hat als sein Verstand. Immerhin war keine Spyro-Frage dabei. Genau. Ich fresse doch endlich mal mit deinen Spyro-Fragen, verdammt nochmal! John. Ja, diesmal war wirklich viel Glück drin, muss ich sagen. Ich habe sehr wenig gewusst. Ich habe viele Überraschungen erlebt, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber es war sehr interessant, auch wissenswert und super Spielsystem. Das werden wir garantiert irgendwo wiedersehen. Das verrate ich schon mal. Ja, Lieben, ab sofort kann man in Quizstoß so noch was lernen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir beginnen doch mit der nächsten Runde. Möchtest du sie uns dann gerne vorstellen? Aber natürlich. Wir läuten jetzt die zumindest vorerst letzte Runde ein. Runde 8. Und Runde 8 heißt Mogelpackung. Wir dürfen mogeln diesmal? Große Begeisterung. Ja, ihr dürft mogeln. Wir werden ein in unseren Augen Skill-Game spielen, obwohl Skill-Game vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist in dem Fall, aber wir haben es einfach so gewertet. Und zwar wird das so laufen, dass wir uns auf Game Twist begeben. Yes. Ihr beide dort gegeneinander Maxine spielen werdet. Und zwar, kurze Frage vorab, kennt das einer von euch? Nee, ich habe das einmal spielen müssen und überhaupt nicht kapiert. Okay. Das ist gut. Das ist schon mal eine tolle Voraussetzung. Spyro? Sagt mir jetzt nicht, aber wahrscheinlich ist es, wenn ich es sehe, dann ja. Dann ich erkläre euch vielleicht erstmal die Regeln. Auch das können wir dann natürlich im Spiel nochmal durchgehen. Also ich denke, ja, grobe Runde müssen wir uns überlegen, ob wir das durchziehen, aber ich denke, es wäre ganz gut, um vielleicht zumindest ansatzweise zu verstehen, worum es geht. Also, es ist ein Würfelspiel und zwar habt ihr zwei Würfel und die werden mit einem Becher gewürfelt. Und zwar so, dass man immer nur selber sieht, was man gewürfelt hat. Also man guckt ja nur selber drunter, ergibt sich auf Game Twist von alleine. Aber ich muss auch sagen, wir haben das unter Kollegen auch schon gespielt auf Dienstreisen. Das kann sehr lustig werden, auch im Real Life. Gut, ihr habt auf Game Twist dann, nehmen wir die Variante, dass es drei Jetons gibt, also drei Leben quasi. Und wir spielen insgesamt Best of Five. Also ihr müsst insgesamt drei Runden gewinnen. Also jede Runde hat drei Jetons, ne? So. Zu den Regeln an sich. Man würfelt und die gewürfelte Augenzahl muss man allein anschauen und entsprechend ansagen. Wie die anzusagen ist, darauf komme ich dann zum Schluss nochmal. Der Gegenspieler entscheidet dann, ob er der Ansage glaubt oder misstraut. Also ob er sagt, ja, okay, ich glaube ihm, dass er das gewürfelt hat, oder ob er sagt, nee, das hat er nicht hingekriegt. Entweder glaubt er der Ansage und versucht dann, einen höheren Wert zu würfeln, oder er misstraut der Ansage und deckt die Würfel des Gegners auf. Wenn man die Sache jetzt glaubt und selber würfelt,
muss der Wert, wie gesagt, höher sein als der angesagte Wert. Man hat aber die Möglichkeit zu mogeln. Man muss also nicht ansagen, was man wirklich gewürfelt hat, sondern man kann auch sagen, ja, ich habe was viel Höheres gewürfelt und der Gegner muss sich dann überlegen, stimmt das jetzt? Gehe ich das Risiko ein? Oder ist das vielleicht gelogen? Es muss also grundsätzlich nicht immer der wahre Wert angegeben werden. Aber wenn man beim Mogeln erwischt wird oder eben auch die Würfel des Gegners aufdeckt, aber die haben den angesagten Wert, dann verliert man einen Jeton. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das kennt man durchaus nicht nur unter Mexien, ich glaube auch Mogeln und Schummelieschen und was nicht alles. Da gibt es viele verschiedene Namen dazu. Okay. Um jetzt nochmal auf diese... Bei Flug der Karibik auch gesehen. Ja, kann auch sein. Das ist, wie gesagt, jetzt kein Hexenwerk, das Spiel. Die Reihenfolge der Würfelwerte. Es ist so, dass Tatsache dieses Mexien, also das Mexien ist im Prinzip der allerhöchste Wert, das wäre eine 2 und eine 1. Um jetzt gleich zu sagen, auf GameTips sieht man das dann auch eigentlich ganz gut, weil ihr kriegt immer eine Tabelle eingeblendet und da ist das dann halt auch sortiert nach der Reihenfolge und so, da könnt ihr das dann ganz gut abpassen, das sieht er dann schon. Mhm. Nach dem Mexien, in absteigender Reihenfolge, alle Doppelwerte, also ein 6er-Pasch, ein 5er-Pasch, ein 4er-Pasch, ne, bis zum 1er-Pasch. Der, Moment, der 1er-Pasch ist der schlechteste, ne? Genau, von denen, die wir bis okay. jetzt genannt haben, ne? Also Mexien okay. und dann runter bis zum 1er-Pasch wäre der schlechteste. Aha. Danach kommen die übrigen Werte, wobei der höhere Wert immer vorangestellt wird. Das heißt, ihr würfelt ja mal zwei Zahlen. Und zum Beispiel jetzt eine 6 und eine 5, das wäre nach dem 1er-Pasch jetzt der nächst niedrigere Wert, das wäre eine 65. Mhm. Dann kommt die 64, die 63, die 62 und die 61 noch, weil die 6er okay. immer vorne steht, ne? Mhm. Dann gibt es noch die 54 bis 51, weil auch da immer die 5 nach vorne geht. Dann die 43, 42, 41 und noch 32 und 31. So, die Gesamtliste schicke ich euch jetzt gerade nochmal rüber. Ey, das ist kompliziert. Nee, das habe ich jetzt kapiert. Es klingt komplizierter, als es am Ende ist. Ihr werdet sehen, im Spiel wird das dann relativ klar. Also, hab ich habe euch jetzt nochmal. Ja, du hast das ja von Anfang an nicht kapiert. Aber das machen wir dann gleich. Ich habe es aber letztendlich kapiert. Also, es ist einfach. Genau, also es ist nicht so kompliziert, wie es jetzt klingt. Das ist viel mehr Gebrabbel drumherum, als wenn ja, man es dann wirklich spielt. Ich habe nur noch, was ich nicht ganz weiß. Also jemand fängt an mit Würfeln mhm. und der sagt dann, er sagt, okay, das habe ich, oder er schummelt. Genau. Wenn man schummelt, wie wird das dann im Spiel gemacht? Also man drückt dann irgendwie auf Schummeln und der sagt dann eine andere Zahl oder? Also, das, wie gesagt, das wird gleich noch im Spielprinzip klar. Das sehen ja dann die Zuschauer auch nochmal. Also, ihr habt, es läuft ja alles, wie gesagt, über Game Twist. Das ist ja Gott sei Dank relativ automatisiert dann. Du kriegst einen Wert angezeigt, was du gewürfelt hast. Ja. Und du hast dann eine kleine Tabelle auf dem Bildschirm und musst daraus eine Zahl anklicken. Achso, die klicke ich da dann. Mhm. Genau. Und du kannst dann natürlich sagen, okay, also nehmen wir mal an, du hast jetzt den ersten Wurf gemacht und hast meinetwegen eine 54 gewürfelt. Die ist ja relativ mittig, also da hat man noch einige Gelegenheiten drüber zu kommen, also könnte man ruhig einfach mal die Wahrheit angeben. Mhm. Oder du schummelst halt und sagst, ich habe hier einen 6er-Pasch und dann muss Spyro sich überlegen, ob er da wirklich nochmal würfeln will, aber das wäre halt eine große Chance, dass er einfach aufdeckt, weil er sagt, da drüber komme ich eh nicht mehr, ne? Weil dann hätte er ja vielleicht auch verloren, weil du dann aufdecken würdest in der nächsten Runde. Also das ist halt viel Taktik auch, ne? Was man halt wirklich gewürfelt hat. Und das Problem ist halt, du musst immer eins drüber ansagen. Also auch wenn du jetzt die 53 oder die 54, hätte ich gerade gesagt, wenn die 54 ansagst, Spyro würfelt und würfelt aber meinetwegen eine 52, dann muss er mindestens eine 61 ansagen, damit es weitergehen kann. Und du musst dann halt eben überlegen, hat der wirklich drüber gewürfelt oder hat er jetzt gelogen, weil er nicht anders konnte? Also wenn man schummelt, muss es immer drüber sein vom Originalwurf. Genau. Aha, okay. Genau. Und also ich, wenn ich anfange, ich würfle, ich sag was, er muss sich entscheiden und dann, das Spiel geht immer so weiter, bis einer aufdecken will, oder wie? Genau. Okay. Das geht aber relativ zügig, weil es ja eben immer weiter nach oben geht. Ja, klar. Ne? Und irgendwann hast du dann halt, dass du sagst, na, da komme ich nicht mehr drüber, vielleicht hat er ja schon gelogen, dann decke ich es auf oder. Ne? Alles klar, jetzt habe ich es. Es gibt auch noch die Möglichkeit, blind zu würfeln. Das heißt, du siehst nicht, was du gewürfelt hast, sagst einfach eine Zahl drüber und der nächste muss dann halt würfeln. Was ist da der Vorteil? Der Vorteil ist halt, zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, keine Ahnung, komme ich eh nicht drüber, ist mir egal. Der Nächste, entweder er deckt dann auf, klar, dann hat er eventuell gewonnen. Kann aber auch sein, du hast ja was Höheres gewürfelt. Also es muss ja,
wenn du jetzt eine, keine Ahnung, ein Zweierpasch ansahst und darunter liegt aber zum Beispiel ein Dreierpasch, hast du auch gewonnen, weil es höher ist als den Wert, der eigentlich verlangt ist. Okay. Ja, also von daher hast du immer noch die Chance, dass eventuell trotzdem was drunter ist, was höher ist, aber du weißt es halt selber nicht. Ne? Alles klar. Aber das klären wir dann am besten gleich in der Runde an sich. Das werdet ihr dann merken, dass das klingt jetzt viel komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Alles klar. Klingt cool. Ist mir auf jeden Fall lieber wie ein Skill Game. Wollen wir die nächste Überraschung denn auch bekannt geben? Nein. Ich glaube, ich ahne, was du meinst, ich aber denke, ich würde sagen nein. Nein, ich denke, du weißt nicht, was ich meine, aber ich wollte halt sagen, dass ich beim Spyro sein darf, beim Aufnehmen. Ach so! nein, wir machen das ja alle zusammen letztendlich. Ja, im Grunde kommt ja als Gäste rein, ihr seht das ja, ne? Genau, wir kommen als Gäste rein und alles andere klären wir dann gleich nochmal am besten. Alles klar. Wir begeben uns auf GameTwist.de. So, dann haben wir uns am Tisch zusammengefunden. Das heißt, wir können mit unserem Mäxchen starten. Nochmal zur Erinnerung, wir spielen mit 3 Jetons pro Runde. Und es werden insgesamt Best of 5 gespielt, also im schlimmsten Fall 5 Runden. Wenn einer 3 Runden gewonnen hat, dann ist er natürlich durch. Alles klar? Alles klar. Ja. Probieren wir's. Was das Spiel angeht, wir haben jetzt natürlich den Nachteil, dass Lurker und ich nicht sehen können, was ihr würfelt und was ihr für Auswahlmöglichkeiten habt. Sonst wäre es jetzt leichter, das nochmal ein bisschen zu erklären für mich. Mhm. Aber, wenn ihr könnt verstehe, natürlich gern... ich muss würfeln. Ah, es geht auch ein bisschen um Zeit. Okay, gut, dann werde ich wie machen. Immer. Ja, die ist ja leider hier immer vorgegeben. So. Mhm. Also, okay. Du müsstest jetzt das Zahlenfeld sehen? Ja, ja. Und ich, ja, mhm. Okay. Alles klar. Seht ihr jetzt ihr Zugucker, wir sehen, seht die Zahl jetzt aber schon, ne? Ja, wir sehen jetzt nur, was du ausgewählt hast, aber eben nicht, was du gewürfelt hast in Wirklichkeit, ne? Okay. Mhm. Also wir können das jetzt auch nur ganz schwer irgendwie mitkommentieren. Mhm, alles klar. Wo sieht man, was man gewürfelt hat? Ja. Sollten wir aber auch Mythis lassen wegen Spoilergefahr. Mhm. So. Diese Spoilergefahr, die Zahl, die angesagt wurde, die ist ja, die wissen die Jungs ja selber auch, die steht ja da, die wird ja angezeigt. Da wäre fast moderationstechnisch hinterher eine Nachsynchronisation vielleicht interessant, aber... Ja. Ja, gut, das... So, okay. Mhm. Da müsste man dann auch nochmal zusammen sich setzen, weil, glaube ich, das wäre dann langweilig, wenn nur Lurker und ich das kommentieren und ihr dann nicht zu hören wärt. So, das glaube ich jetzt nicht, jetzt will ich aufdecken. Mhm. Warte mal, was ist denn weitergeben ohne aufdecken? Was, also kann man auch ohne zu würfeln... Was heißt denn weitergeben? Da müsste, glaube ich, sogar eine Erklärung stehen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Also da steht nur weitergeben ohne aufdecken. Steht dann drin. Ja, ich will schnell überlegen, weil er hat nicht mehr viel Zeit. Ich sehe die Zeit, 5 Sekunden. Das Weitergeben ist, glaube ich, tatsächlich einfach ohne Würfeln. Dann muss der Nächste sagen, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn du 3 oder mehr Spieler da sitzen hast, als jetzt nur 2. Okay, gut. Da kannst du es wirklich einfach weitergeben. Also ist eigentlich sinnlos. Okay. Gut, ich will das aufdecken. Ich glaube das nicht. Schade. Was heißt das? Hat das echt gehabt, ein 6er Pasch? Ja. Ja. Ah, krass, ey. Hättest du aber eben auch sehen müssen. Ich hab nicht gelogen. Es ging nur so schnell. Okay, cool. Ich hab nicht gelogen. Krasse Kacke, okay. Nicht schon wieder würfeln, okay. Das ist natürlich ein Glückswurf. Nicht schlecht, ja. Ja. Okay. Weißt du was? Man merkt dann mit der Zeit schon noch, was ich meinte. Das wird immer interessanter dann. Da überlegt aber jemand lange. Ja, ne? Gott sei Dank kann man wenigstens Musik im Hintergrund laufen, dass es nicht so totenstill. Ich kann auch singen. Ich hab's ja generell ausgemacht. Und was ist, wenn man jetzt drunter, wenn man als zweites dran ist und man tut drunter würfeln, was passiert denn dann? Dann musst du lügen. Dann muss man lügen. Aha. Okay. Weil wenn du dich entschieden hast zu würfeln und du bist drunter, dann musst du halt lügen. Dann musst du halt hoffen, dass der Gegner halt nicht drauf kommt, dass du gelogen hast. Dann will ich nochmal aufdecken jetzt. Scheiße. Ja, er hat mich ertappt, So.
Ich muss auch sagen, ich kannte das Spiel schon länger, aber habe das jetzt nie so aktiv verfolgt. Und zwar letztes Jahr im Herbst, wie gesagt, da hatten wir so eine Tagung. Da waren wir hier ein bisschen außerhalb, da waren wir in Brandenburg irgendwo und halt alle im Hotel untergebracht. Und da haben wir uns abends natürlich auch zusammengesetzt und dann haben die wirklich im Discounter gegenüber irgendwo noch Sachen gekauft. Da gab es dann hier so Stapelmännchen und hast du nicht gesehen, was die da an Spielen noch zusammengesucht haben. Und unter anderem haben wir halt auch Maxim gespielt und da habe ich das so für mich entdeckt irgendwie. Also es hat echt viel Spaß gemacht, vor allem weil die Kollegen, also ich habe einen Kollegen, boah, der im Pokerface. Also wirklich, das musst du wirklich mal in der Realität spielen. Das macht noch viel deutlich mehr Spaß als so im Internet. Wenn du da wirklich jemanden hast, der, weißt du, der dann versucht, gut zuzureden. Ja, komm, das ist schon so. Und der hat das echt drauf gehabt. Das ist Wahnsinn. Okay. Das ist ein schönes Spiel. Hat auf jeden Fall was, ja. Ja, weil es viel mit Taktik zu tun hat. Das ist natürlich einerseits ein Glücksspiel, aber das hat auch sehr viel mit Taktik zu tun. Und wie gesagt, wenn du halt ein echtes Gegenüber hast, dann kannst du natürlich noch viel mehr draus machen, als jetzt hier nur im Internet. Mhm. Ich finde es übrigens interessant, dass Spyro ein lilanes Avatarbild bekommen hat. Lila Drache! Ja, kommt fast hin, ne? Sieht aus wie so ein komischer Affe. Na egal. Du bist ein komischer Affe. Ja, eindeutig. Aber ich bin wirklich mal gespannt auf das Endbild. Also wie gesagt, für die Zuschauer, die Planung ist ja, dass ihr sehen könnt, was gewürfelt wurde und das besser nachvollziehen könnt, was da gerade los ist. Erste Runde geht an mich. Ja. Wahnsinn! Geht's Spyro hat das Ding durchgezogen. Also, okay. Runde 1 geht an Spyro. Gut, dann gleich das nächste, ne? Ja, zieht durch. Ja. Auf geht's. Spielen. Die Nacht ist schon lang genug. Schön. Gut. Wollen wir mal. Ja, was ich sagen wollte für die Zuschauer, wie gesagt, geplant ist, dass ihr im Video sehen könnt, was gewürfelt wurde von den Jungs, damit ihr natürlich mehr davon habt, als wir jetzt, als blinde Zuschauer. Aber ich denke, auch ohne den Kommentar oder den eher mäßigen Kommentar jetzt. Nee, das ist aber hochgegriffen, John. Er hat mich ertappt. Er hat mich ertappt gerade. Aber trotz allem ist es spannend. Ja. Ja, ja. Also ich bin auch, also ich staune. Gut, John sagt ja selber Skill Games. Aber. Ja gut, das ist für mich also so. Ja, ja und liebe Zuschauer, weil es ein Skill Game ist, kann man hier wieder 5 Rundenpunkte rausschlagen. Genau. Das heißt, Spyro hat die Chance, das ganze Ding noch komplett zu drehen und hier ein Stechen rauszuholen. Scheiße, hat die Wahrheit gesagt! Fuck! Ich hab extra ein bisschen gezögert, damit du vielleicht drüber nachdenkst. Siehst du, das meine ich mit Taktik. So, so geht's schon los, du. Tja, wer wird diese Runde für sich entscheiden? Ja, bin ich auch gespannt. Aber gut, wir sind gerade mal in Runde 2, von daher. Wie Spyro erstmal grün wird. Ja, wie geil. In dem Fall ist grün gut. Ja, ja. Okay. Er ist jetzt der grüne Drache. John ist heute aber auch verdächtig ruhig, muss ich mal sagen. Ja, man muss sich trotzdem konzentrieren bei so einem Game, ne? Finde ich. Ja, das stimmt. Ein bisschen schon. Quack. Ja, jetzt wird's nochmal spannend. Ja, ich bin sehr gespannt, wer diese Runde jetzt für sich entscheiden kann. Spannung. Oh, ja, Spyro! Ja! Das war jetzt mein Fehler. Puh, 1-1. Okay.
Da grinst der John. Das ist ja auch so ein, das ist auch so ein blöder Affe. Game letztendlich, ey. Blöder Affe, so. Das ist ja schon knallig. Eine Runde noch. Okay. Na dann, weiter im Text. Ich muss mich immer umgewöhnen. Für Zuschauer wechseln nämlich immer die Plätze von den Figuren, ne? Also ich habe vorhin auch irgendwas falsch gesehen, wo ich dachte, ach so, okay. Weißt du, so. Oh, Spyro hat schon wieder einen Punkt verloren, also ein Jeton. Das ist ein französisches Wort, oder? Irre ich mich da. Ah. So klingt es. Ist schon richtig. Ja, Französisch ist es auch wie die einzige Sprache, in der Selbstbeleidigungen wie eine Liebeserklärung klingen. Ja, ich hatte Französisch als zweite Fremdsprache damals, aber da bin ich irgendwie, das war eine Zeit, wo ich... Spyro, du musst dir ein bisschen Mühe geben. Das ist jetzt dein Entscheidungsspiel, ne? Ach, die Klappe jetzt mal kurz. Du hast dann richtig an den Sack, ey. Naja. Oh. Ja gut, ich kann, was soll ich anders machen als, ich kann es ja nicht überbieten, ne? Ja, überbieten kannst du es nicht, ne? Du könntest jetzt das gleiche würfeln im besten Fall. Auch dann hättest du nochmal eine Chance, das, aber... Ja, natürlich. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich recht gering, weil das natürlich keine Chance. Ist natürlich, ja. Ne? Er würde das dann vielleicht auch aufdecken und da hättest du den Ding auch rausgeholt. Ja, nee, klar. Jungs, das macht echt keinen Spaß, wenn ihr einem immer die Worte im Mund umdreht. Ich hab euch das gesagt. Ja, ich hab eure schmutzigen Gedanken bis hierher gehört. Kann nicht sein. Ich meine, bei so einer Vorlage, ne? Ah, okay. 2-1 für John. Das gibt's doch nicht jetzt. Matchball! Das wird doch noch klappen hier. Oh, Mann, Mann. Ich bin total nervös, deswegen kann ich nicht so viel reden. Es tut mir leid. Das spannt mich total an, sowas. Ach, wir machen deine Musikuntermalung. Deswegen sage ich ja, es wird nicht so totenstill sein wie für uns jetzt im Video. Aber es ist halt auch einfach echt schwer, da jetzt irgendwas zu sagen in dem Moment. Ne? Wir können halt eben nur die Ergebnisse dann kommentieren. Das ist halt leider so. Ui, das ist eine hohe Ansage, aber sie ist nicht unmöglich. Stimmt sie oder stimmt sie nicht? Scheiße, ich dachte, der würde mir auch reinfallen, wenn ich so ein bisschen so rumlabert, ne? Du hast mich verunsichert. Nein. Aber ich dachte, die Verunsicherung ist seine Taktik, deswegen. Okay. Sehr ausgeglichen. Ich wollte gerade sagen, es bleibt spannend. Das ist echt toll. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Wahl. Es liegt auch immer dran, wer als erstes immer dran ist. Das ist der Nachteil. Nicht unbedingt. Also, ich sag mal so, du könntest ja auch beim ersten Wurf, egal was du würfelst, einfach eine relativ niedrige Zahl anklicken. Dann gibt's ja immer mehr Möglichkeiten, sich noch zu steigern. Ne? Das ist ja... Aber das ist halt eben so die Taktik, das muss man sich halt selber von Anfang an überlegen, wie man da vorgeht und wie der Gegner das dann eventuell... Ich habe auch weitergeben gemacht jetzt. Wieso... Ja, geht wie gesagt wahrscheinlich nicht, weil es zwei Spieler sind und es keinen Sinn weitergeben macht. Weitergeben geht nicht, du musst... Scheiße. Oh, weil toll, John weiß ja, was er dir hingelegt hat. Mehr Spielen. Ja, toll, der hat die wahrscheinlich jetzt wirklich... Ja. Ja, das war jetzt Vorteil wegen dem Weitergeben. Da hat er jetzt, das war jetzt ein Scheiß, also... Was machst du so ein Mist auch? Wenn es dich tröstet, ich habe bei meinem ersten Wurf gelogen eben. Toll. Ja, das habe ich gemerkt. Eigentlich, egal. Oh Mann.
das sieht so dermaßen scheiße aus, ey. Doch die Mühe. Yeah. Ja, immer dieser zweite Wurf, der ist immer so tödlich manchmal. Da ja, muss man noch mehr taktieren, damit das funktioniert. Einfach mit euch. Irgendjemand ist gerade aus dem Skype-Comic geflogen. Okay. Ich doch nicht, oder? Nö, alle da. Alle wir da? Sind alle da. Hm. Ich hab gerade so dünn gehört. Ja, dann war es irgendwas anderes. Nö, wir sind alle noch da. Scheiße. Schade, gewonnen, oder? Schade, ja. Oh. Tja, herzlichen Glückwunsch. John, das ist ein Psycho-Game. Yay! Entschuldigung. Ja, ich hab mich gerade gefreut. Du hast dich gerade gefreut? Das hört man aber selten von Scheiße. Dir. Ah, ich mach mir ein Bierchen auf, Moment. Glückwunsch, John. Wirklich Glückwunsch, ey. Mehr gibt's als dein Verstand, ey. Heißt letztendlich auch, dass John damit das ganze Spiel gewonnen hat. Es steht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, lass mich lieber rückversehen, damit ich einmal eine richtige Punktangabe machen kann. ja, es steht 5 zu 15. John gewinnt 15 Punkten der Game-Perte. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ja. Ich könnte jetzt super noch große Freude. Deine Begeisterung kostet mich an. Ich könnte jetzt noch Salz in die Wunde streuen, so nach dem Motto, ohne die Spyro-Fragen hätte ich es nicht geschafft. Halt! Was ist gerade schlichte Karten, John? Das war ein Witz. Nee, es war ja eigentlich oft sehr knapp und so, muss man gestehen, ne? Also, stellenweise, gerade in den ersten Runden, wo es immer nur ein Pünktchen Unterschied gab und so, das war echt... Nervenkitzel pur, hat unglaublich viel Spaß gemacht und vor allem war es Nervenkitzel, weil eben die Skill-Games, die mir ja im Grunde nicht liegen, dann auch noch so das Fünffache zählen, das hat mich dann doch sehr ins Schwitzen gebracht, bis zum bitteren Ende. Also es war bis zum Ende spannend. So war es geplant. Ja, Sparrow, hast du denn noch ein, Satz, den du noch sagen möchtest? Ja, herzlichen Glückwunsch. Der hat echt nur diesmal wirklich Glück gehabt. Also, sein Glück war diesmal mehr als meins gewesen. Also, Fortuna. Wie immer. Ja, Fortuna hat mich nicht gemocht. Du meinst, wie immer, wenn er dich in diversen Spielshows in den Boden stammt. Ja. Per Glück. Der hat echt Glück mehr. Er hat mehr Glück als Verstand. Das letzte Spiel war wirklich. Alles über Glück. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen. Bevor wir aber zu der Siegerehrung gehen, würde ich sagen, wir haben ja noch eine Stechrunde. Na, pass auf. Das würde ich anders machen. Wir machen unsere Siegerehrung jetzt trotzdem, haben aber immer noch eine Überraschung in petto. Denn wir haben ja ein Stechen vorbereitet. Dann fangen wir an. Ja, ich möchte auf jeden Fall den John McCloud für den Sieg über fast 8 Runden gratulieren. Denn er dominierte wirklich fast 8 Runden lang. Und, John, möchtest du vielleicht noch ein Statement noch dazu geben, wie du die, ja, deine Siegesrate empfunden hast? Meine Siegesrate, gut, wie schon erwähnt, ich habe mir ja darauf überhaupt nichts eingebildet, weil, wie gesagt, die Skill-Games, die haben das Fünffache gegeben, deswegen habe ich meine 3-4 Pünktchen, die ich hier meistens noch hatte, im Vorurteil, hatte ich überhaupt nicht groß jetzt angerechnet, weil ich wusste, das könnte sich mit einem Spiel umdrehen. Und deswegen, ich blieb angespannt, ich blieb konzentriert und ich glaube, bei den Quiz-Games, da hatte ich stellenweise einfach ein bisschen den schnelleren Finger, glaube ich, und das lag nicht nur an jetzt diesen Spyro-Fragen, wo ich gerne ein bisschen rumstichle, das waren halt 3-4 Pünktchen, aber das hat den Bock nicht fett gemacht, ne? Das, es war letztendlich immer sehr knapp, gerade bei den, wie schon gesagt, bei den ersten paar Runden, aber, letztendlich, jetzt gerade in der letzten Runde natürlich war es ein bisschen Glück, in der zweitletzten war es eigentlich fast nur Glück, das letztendlich gesiegt hat, und ich bin froh, dass es auf meiner Seite war, mal wieder zu beheben. Und ich bedanke mich aber auch bei meinem Kontrahenten, der mir immer wieder Saus gibt und ich weiß, er ist nicht klein zu kriegen und irgendwann, ich nehme ihn immer wieder ernst, er ist nicht unterzukriegen, er rappelt sich wieder auf und er will es dann wieder 100% wissen und deswegen ziehe ich da immer wieder meinen Hut und ich freue mich garantiert auf
weitere Challenges mit dem werten Spyro, denn wir sind da wahrscheinlich schon das Nummer 1 Streithahn-Team auf YouTube oder so, kann ich mir schon gut vorstellen. Das ist der ewige Kampf zwischen uns und der wird weitergehen und da freue ich mich schon. Ja, jetzt darf Spyro natürlich noch was dazu sagen. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt manchmal so eine kleine Ausraste hatte, aber das ist bei mir halt die Natur, wenn ich gegen John antrete. Und ja, mich wird er auch nie unterschätzen. Und das werde ich auch jedem Spielshow zeigen, John. Ich werde dir diesen Titel nur abnehmen. Jetzt schwöre ich dir, du hast zu viele Titel. Du hast zu viele. Ja, jetzt darf Kali noch Wörtchen verlieren. Ja, ich staune über das Ergebnis. Ich habe doch fast noch drauf gesetzt, dass wir noch ein echtes Stechen spielen dürfen. Insgesamt muss ich sagen, super spannend. Das habt ihr echt gut hingekriegt, muss ich mal sagen. Also jede einzelne Runde war so ein kleines Fest für sich, muss ich sagen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu begleiten und auch zu moderieren. Wie gesagt, ich bin echt dankbar für das ganze Feedback, was auch von den Zuschauern kam und... Ich hatte sehr viel Spaß daran. Ich habe da auf jeden Fall durchaus Lust, sowas irgendwann mal zu wiederholen. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich habe einige Worte noch zur Verfügung. Und zwar zum einen der Titel der Gamepärte liegt jetzt auf Johns Seite. Das bedeutet, dass er jetzt von euch da draußen herausgefordert werden darf. Jeder darf mitmachen, egal ob Let's Player oder nicht. Und dann dürft ihr gegen John McCloud antreten. Mal schauen, ob er den Titel verteidigen kann. Nichtsdestotrotz. Große Begeisterung bei John. Ja, okay. Mach ich halt, ne? Nichtsdestotrotz gibt es ja, das habe ich am Anfang vielleicht gar nicht erwähnt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es gab noch was zu gewinnen. Und zwar, es gibt sowohl für den Sieger als auch für den Verlierer eine kleine Textdatei jetzt privat von mir geschickt. Die sind eure, ja, ich nenne es mal Belohnungen, die ihr jetzt mit nach Hause nehmen könnt. Und herzlichen Glückwunsch an John und trotz allem herzlichen Glückwunsch auch an Spyro. Sollen wir jetzt unsere Überraschung noch auspacken? Wollen wir das schon anteasern jetzt in dieser Runde noch? Möchte schon sein, oder? Ich würde auch sagen, ja. Unsere letzte Überraschung ist, wir haben ja die eigentliche Stechrunde, die werden wir trotzdem spielen. Zwar ungewertet, aber die wird es nächste Woche geben. Als Bonus! Genau. Das heißt, schaltet trotzdem ein nächste Woche, wieder am Samstag, auf demselben Kanal. Und ja, es wird auch da spannend werden. So viel verspreche ich euch jetzt schon. In diesem Sinne, schönen Abend und tschüss. Ciao. Tschüss.